die eigene Nase. Unfreundliche Leute hier. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Weil ich habe keine Ausrüstung, da kann ich mir gleich mal das Schwert holen. Hey, deine Haarfarbe ist toll. Du, sag mal, wir kennen uns nicht zufällig, oder? Nein, ich kenne dich nicht. Wenn deine schönen Haare wären mir doch aufgefallen. Hey, danke, Kleine. Ah, das Kind ist nett zu mir. Dorfbewohner, nehmt euch ein Beispiel an dem kleinen Mädchen. Hey, hallo. Hey, Locke. Na, alles fit im Schritt? Ja, alles klar, BH. Kennen wir uns? Nicht, dass ich wüsste. Aber du hast mich doch angesprochen. Na, weißt du, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich versuche es wiederzufinden. Na dann, viel Erfolg dabei. Entschuldige bitte. Was kann ich denn für dich tun? Die Frage mag komisch klingen, aber kennst du mich? Ich kenne niemanden, seit ich alt bin, weil ich das Kennenlernen von Leuten... Was hast du gesagt, mein Junge? Es ist schon in Ordnung. Was ist das für eine kleine Hütte? Geheiligtes Öl erhalten. 5 Kronen, naja, immerhin. Aber das Haus ist von innen größer als von außen. Ja, dank RPG Maker. Hey Kleiner, was ist denn mit dir? Ich habe mein Gedächtnis verloren und will nun wissen, ob du mich vielleicht kennst. Kein Stück, aber meine Frau wird dir auch einen erzählen, wenn ich mit jemandem rede, der sich nicht falsch sehe. Fesch ist wie sie. Sorry. Und ist er oder sie fescher, kriege ich auch einen drauf. Verstehe einer die Frauen. Ja, ich kann mir deine Situation gut vorstellen. Ich gehe besser. Nicht ohne hier mal schon rumzuwühlen. Heiliges Wasser. Alles klar. Ist hier sonst noch jemand? Nö. Ah, hier war noch eine Potion. Reden wir mal mit dem. Hey, du siehst bedrückt aus. Naja, ich habe mein Gedächtnis verloren. Versuche, irgendetwas herauszufinden. Mein Tipp ist, laufe auch mal nachts herum. Manchmal ist die Dunkelheit klarer als der Tag. Danke für den Tipp. Wir haben einen Inn. Gehe ich als letztes rein. Habe ich schon gesprochen. Habe ich mit dir schon geredet? Ja, ich glaube schon. Hey, mein Freund, hast du etwas gefunden? Nein, noch nichts. Aber ich gebe nicht auf. So ist es richtig. Ich brauche schon mal ein Schwert. Kann ja nie wissen. Ich denke, ich werde mal den Tipp beherzigen und hier auch mal nachts mein Unwesen treiben. Ey. Hallo, warum starrst du mich so an? Ich überlege, ob ich dich kenne. Nein, wir kennen uns nicht. Würde ich doch wissen. Oh, hier ist noch einer. Verschlossen. Hey, da ist noch jemand. Hm? So kann
kann ich nicht anquatschen. War die nicht vorher im anderen Zimmer? Aha. Ich habe einen Bug gefunden. Agreement, falls du das siehst. Hier ist ein Bug. Ganz eindeutig. Hier unten ist der Privatbereich. Geh bitte wieder nach oben. Ich hab doch nur... Los, verschwinde! Alle Schnäpfe. Dafür klaue ich deine Augentropfen. Will hier pennen. Nein. Nein, nein. Oh, ich glaube, ich habe jetzt wirklich hier mit jedem gequatscht. Das kann doch nicht sein, dass mich hier niemand kennt. Ich habe gehofft, hier eine meine Antwort zu finden. Einige der Dorfbewohner haben mir geraten, meine Nacht durch das Dorf zu laufen. Möglicherweise ist da niemand hier. Ich kann nicht schlafen. So viele haben mir geraten, mich mal nachts einmal umzusehen. Ich mache einen Spaziergang. Wir kennen uns nicht, also verschwinde. Naja. Na gut, dann wollen wir mal. Vielleicht finde ich jemanden, der mir helfen kann. Ich komme mir so schwach vor. Hm. Da lief einer rum. Hallo, genießt du auch die wunderschöne Nacht? Naja, teils, teils. Ich möchte gerne herausfinden, wer ich bin. Heißt das, du kannst dich an nichts erinnern? Ja, richtig. Ich bin im Wald aufgewacht und weiß nicht, was vorher passiert ist. Oh nein. Ich würde dir gerne irgendwie helfen. Das kannst du ja vielleicht. Scheint nicht so, als würdest du mich kennen. Aber ich dachte mir, vielleicht kennst du eine Stadt in der Nähe. Nein, auf dieser Insel ist das Dorf hier das einzigste. Aber es soll auf den Kontinent müssen. Da kommst du jedoch auch nicht so einfach hin. Er ist rechtlich unbewaffnet. Ich habe keine Ahnung, wie man kämpft. Das werde ich dir schon zeigen. Und du hast das Tutorial in deinem Inventar. Na gut, und wo bekomme ich eine Waffe her? Wenn es Tag wird, dann gehen wir in einen Waffenladen. Oh cool, die hat mir noch Geld gegeben. Obwohl, die Waffe habe ich ja schon. Ja, wie hat nichts? Gut, sehen wir mal das Tutorial an. Das Spiel sieht es wahrscheinlich so vor. Zuerst kannst du auswählen zwischen Kampf, Autokampf, Fliehen. Fliehen ist grundsätzlich nicht möglich. Beim Autokampf übernimmt der Computer den Kampf. Wenn du Kampf wählst, kannst du selbst steuern, was deine Helden tun sollen. Der Kampf wird unterteilt in Angriff, Magie, Abwehr, Inventar. Bei Angriff greifst du mit deiner Waffe an. Bei Magie benutzt du einen Zauber gegen deine Gegner oder für deine Kameraden. Bei Abwehr gehst du in die Verteidigungsposition und dein Schaden wird reduziert. Wenn du ins Inventar gehst, dann kannst du einen Gegenstand benutzen, der dich im Kampf unterstützt. Nachdem du angegriffen hast, leert sich der Zeitbalken ganz unten und dieser muss sich erst wieder füllen, bevor du eine Aktion durchführen kannst. Balken füllt sich schneller, je höher deine Geschwindigkeit liegt. Ah, toll, einfach. Ganz simpel. Aber ich hab's gemacht, weil das Spiel es vielleicht vorgesehen hat. Okay, kauf mal der Dame hier noch einen Zweig. Der Evri. So. Das hätten wir. Alles klar, die Waffen haben wir. Wie funktioniert denn der Kampf? Zuerst musst du die Waffen ausrüsten. Drücke das Escape, geh dann auf Ausrüstung. Vielleicht musst du dich ein wenig ins System einarbeiten. Sobald du bereit bist, gehen wir oben an den Platz, wo die zwei Bänke stehen. Ich bin bereit. Bin ausgerüstet. So, wo sind die Bänke? Ah, ich weiß schon. Da ist er. Na gut. Lass uns mal testen. Möchtest du eine Einleitung? Ja, machen wir mal. So, beginnen wir mit einem leichten Schlagabtausch. Im Allgemeinen ist der Kampf
aufgeteilt in folgende Rubriken. Kampf, Autokampf, Fliehen. Fliehen dürfte keine Fragen hinterlassen. Im Autokampf übernimmt der Computer den Kampf, was nicht mal ratsam ist. Beim normalen Kampf wird nochmal unterteilt in Angriff, Zauber, Gegenstand, Abwehr. Angriff greifst mit deiner Waffe an. Beim Zauber wählst du einen Zauber und verwendest ihn gegen deinen Gegner. Beim Gegenstand kannst du dir Gegenstände aussuchen, die dir im Kampf helfen können. Wenn du abwehrst, bleibst du eine Runde in Position und dein Schaden wird reduziert. Versuch es einmal und ansonsten benutzt doch das Tutorial nach diesem Kampf. Also das Tutorial hätte man sich auch sparen können. Oh, Zeitbalken ist voll. Evry ist ein bisschen schneller, wie es aussieht. Naja, für den Anfang war das schon einmal klasse. Nun gehen wir ins nördliche Gebirge und suchen einen Eingang zu einer Höhle, die direkt zum Festland führt. Lasst mich raten, in dieser Höhle gibt es Monster.